Die Sprachübertragung beginnt jetzt. Alle Teilnehmer befinden sich im Zuhörermodus. Einen schönen guten Morgen, meine Damen und Herren. Der bundesweite Warnalarm ist gerade vorbei. Sie sind alle wachgerüttelt worden, dass jetzt um 11 Uhr das Webinar pünktlich beginnt. Insofern herzlich willkommen, schön, dass Sie heute dabei sind. Beim letzten BRI-Webinar in diesem Jahr, wir haben uns passend zu unserem aktuellen Themenschwerpunkt Digitalisierung und neue Technologien nochmal ein wirklich spannendes und zukunftsweisendes Webinar eben für den Dezember vorgenommen. Falls Sie sich fragen, ob ich im BRI-Wohnzimmer sitze, nein, ich bin in Brüssel, heute aktuell auch in Sustainability-Themen und AIFMD unterwegs. Insofern, ich bin heute aus Brüssel zugeschaltet, grüße aber dann jetzt nach Deutschland und darf Sie dann nochmal offiziell also willkommen heißen zu unserem heutigen Webinar Blockchain und Tokenisierung als Zukunftstrends für die Fonds- und Asset-Management-Branche. Sie wissen, wir haben als Verband in diesem Bereich sehr viel gemacht, waren sehr innovativ, im Zuge des EWPG-Gesetzgebungsverfahren. Wir waren maßgeblich beteiligt, dass wir überhaupt eine Kryptofondsanteilverordnung heute in Deutschland haben, die eben auch die Grundlage ist für die Tokenisierung von Fondsanteilen. Für uns sind diese Digitalisierungstechnologie-Themen eben ein Herzensanliegen. Seit über 6 Jahren sind wir auch mit der Blockchain-Technologie verknüpft, haben da unser erstes Webinar, beziehungsweise damals eine Insight zu dem Thema gemacht und verfolgen und begleiten dieses Thema, weil wir es auf jeden Fall als sehr wichtig für unsere Branche ansehen, die sehr technologieaffin ist, die Technologie einsetzt, um nicht nur eben die Wertschöpfungskette effizienter und besser zu machen, sondern auch um neue Anlagemöglichkeiten zu bekommen. Und heute wollen wir uns eben einfach nochmal mit dieser Technologie auseinandersetzen und aufzeigen, wo die Reise hingehen kann, auch eben bei der Tokenisierung von Fondsanteilen. Begrüßen darf ich heute zum einen unser Mitgliedsunternehmen, ein junges und dynamisches Mitgliedsunternehmen Enerton, heute repräsentiert durch den Alireza Ziadat. Herzlich willkommen, Enerton, eben mit einer besonderen Expertise und auch der Alireza vor allen Dingen hier sehr intensiv auf nationaler und auch internationaler Ebene unterwegs, ein echter Fachmann. Er hat sich für die technologische Seite, aber noch Unterstützung heute reingeholt in Form von Albert Brenner, der ist Chief Commercial Officer bei WeOwn. Wir freuen uns eben über diese Kooperation, weil es ist eben nicht nur ein herausforderndes technologisches System, sondern vor allem auch ein herausforderndes regulatorisches Thema. Und insofern bin ich froh, dass ich beide heute hier habe und wir heute mit Ihnen ein schönes, spannendes Webinar gestalten. Fragen können Sie wie immer auch über unsere Plattform stellen. Ich werde dann gucken, je nachdem, wo es passt, nehmen wir die Fragen gerne mit rein. Ansonsten werden wir zum Schluss auch noch eine Fragerunde haben. Wie gesagt, es ist ein spannendes Thema und ich glaube, weil es auch für den einen oder anderen Neuland ist, gibt es da auch noch Fragen, die kommen werden. Ganz kurz noch der Werbeblock auf die anstehenden Veranstaltungen im neuen Jahr. Natürlich auch ein Webinar zu Private Equity. Und es geht weiter auch mit dem Private Debt Symposium. Ich halte mich jetzt stumm und übergebe an Alireza und den Herrn Albert Brenner. Wunderbar. Vielen Dank, Herr Dornseifer, für die netten und einleitenden Worte. Und auch von unserer Seite einen guten Morgen oder fast schon Mittag und wir freuen uns auf das Seminar und damit Sie sozusagen auch wissen, wer Sie durch dieses Webinar leiten darf, ganz kurz eine Vorstellung und vielleicht Alireza, magst du beginnen? Ja, vielen Dank Albert, vielen Dank Frank, auch vielen Dank, dass wir heute noch so kurz vor Jahresende noch ein Webinar machen dürfen. Frank hat es ja schon eigentlich gut erläutert, wer wir sind.
Ich will nur gerade noch aufmerksam machen auf meinen Kollegen, den Arndt Gutradin, der auch recht aktiv ist. Der ist Bund-Investmentrechtler, leitet auch beim Verband eine Arbeitsgruppe mit. Also Arndt Gutradin ist bei uns der Investmentrechtler. Ich bin eher so, ich würde es mal bezeichnen, als der Krypto-Experte. Habe schon das eine oder andere gesehen. Neben der Beratungstätigkeit bin ich auch noch recht aktiv bei Verbänden, beim Verband der Europäischen Kommission für Blockchain. Das ist die INATBA, war ich eine ganze Zeit lang im Vorstand und habe dort die Entwicklung der Markets in Crypto Assets Regulation, der MiCA, mit betreut. Und auf deutscher Ebene bin ich immer wieder im Bundestag mit dabei als Experte und darf dort auch verschiedene Gesetzgebungsvorhaben mit betreuen. Und auch immer wieder mit der Aufsicht, also mit der BaFin und der Bundesbank in verschiedenen Workshops, auch vor einigen Wochen wieder mal in einem Workshop gewesen. Da kann ich gerne noch so ein bisschen interner verraten, was noch nicht publik ist. Und freue mich heute sehr auf dieses Webinar mit Ihnen. Von meiner Seite, hallo. Albert Brenner, bin bei WeOwn verantwortlich für die kommerziellen Themen, so Marketing, Vertrieb, Produktstrategie. Bei WeOwn entwickeln wir Blockchain-basierte Technologien, das seit 2017 bereits, haben eine eigene Blockchain entwickelt, entwickeln Technologien und Plattformen auf Ethereum und das ganze Team kommt aus regulatorischen oder regulierten Unternehmen. Wir kommen alle aus der Computershare, weltweit größter Registrar und insofern natürlich auch eine hohe Nähe und auch über 20 Jahre Erfahrung im Bereich Registergeschäft und ein wesentliches Element der Blockchain-Technologie-Architektur ist im Prinzip das Kryptoregister und da bringen wir, wie gesagt, sehr viel Erfahrung mit dazu. Ansonsten noch zu meiner Person. Ich sitze in München und verbinde so ein bisschen drei Themen. Das Thema Startups, verschiedene Startups mit aufgebaut, Check24, MaxDome, paar kennt man. Habe einige Agenturen beim Wachstum begleiten dürfen und komme eben aber auch aus der sozusagen Technologiebranche beim großen amerikanischen Technologiekonzern, dort Marketing und Vertrieb waren. Genau. Ja, ansonsten freuen wir uns jetzt und der Adi Reese und ich haben das Webinar zusammen entwickelt auf der Basis eines White Papers, das wir zusammen entwickelt haben und dazu dann am Ende dann nochmal der Link, wenn Sie da Interesse haben, das White Paper herunterzuladen. Ansonsten steigen wir jetzt ein und dürfen Sie vielleicht kurz sozusagen die Erwartungen schüren mit der Agenda, was wir für Sie heute vorbereitet haben. Herr Brenner, Sie steuern? Ja. Ah ja, genau, ich steuere. Wunderbar. Wenn es dann auch geht. Genau, jetzt sind wir schon übergesprungen über die Agenda, vielleicht ganz kurz, das noch kurz. Also wir würden Ihnen jetzt einen kleinen Überblick geben über Fonds- und Asset-Management-Branche im Umbruch. Viele von Ihnen kennen das natürlich, weil sie in dieser Branche leben und arbeiten. Aber was sind sozusagen die wesentlichen Ansatzpunkte aus unserer Sicht? Dann Ansatzpunkte für die Blockchain-Innovation in der Fonds- und Asset-Management-Branche. Da denken wir in zwei sozusagen Handlungsrichtungen. Die würden wir Ihnen gerne kurz vorstellen. Und dann gehen wir in diese zwei Handlungsrichtungen gleich auch rein, in den Punkten 4 oder 5. Bevor wir das aber tun, werden wir uns nochmal mit dem regulatorischen Rahmen für diese Handlungsrichtungen beschäftigen. Die im Prinzip das Ganze auch überhaupt erst ermöglichen. Und zum Schluss dann noch Thema Blockchain Roadmap, das heißt, in welchen Schritten geht man jetzt hier idealerweise vor? Blockchain-Technologie, es ist ja eine Technologie, aber auch nicht mehr, zu verwenden, um das Fonds- und Asset-Management-Geschäft sozusagen weiterzuentwickeln.
Das vielleicht zur Agenda und dann zu den ins erste Kapitel, die Herausforderung. Wir beziehen uns da insbesondere auf zwei aktuelle Studien, die unten links aufgemerkt sind. Und letztendlich, was sozusagen dort ableitbar ist, fünf größere sozusagen Veränderungen in den letzten Jahren. Die Fonds- und Asset-Management-Branche hatte viele Jahre, kann man fast Jahrzehnte sagen, von sehr, sehr, sehr sozusagen prosperierender Zeit hinter sich. Das ist schon auch für die Zukunft weiterhin so prognostiziert, aber unter anderen Vorbedingungen. Und fünf dieser Vorbedingungen sind hier zusammengefasst. Ein wesentlicher Treiber ist veränderte Kundenerwartungen. Die sozusagen jüngere Generationen mit auch anderen Investitionsverhalten, stärker Selbstentscheider, hohe Affinität zur digitalen Lösung, hat mehr und mehr Vermögen zu investieren. Und deswegen das Thema End-to-End-Digitalisierung, durchaus aber auch schon mit dem Beratungsansatz Hybrid, ist ein wesentlicher sozusagen Treiber oder Veränderung in der Branche. Der weiter zunehmende Bedarf an Private und Digital Assets, das heißt auf der Asset-Seite eine Erweiterung zu den sozusagen eher klassischen und in den letzten Jahren und Jahrzehnten fast auch eher passiven Produkten, die dort sehr sozusagen Wachstum erfahren haben. Und das Thema Konzentration und Konsolidierung in der Branche und daraus entstehend auch ein steigender Kostendruck, weil natürlich große Player durch ihre Skalierungsfähigkeiten auch zu anderen Kostensätzen arbeiten können. Und das versetzt natürlich der gesamten Branche einen Kostendruck und damit auch einen Wettbewerbsdruck. Wir werden natürlich jetzt hier in dem Seminar nicht alle Themen sozusagen gleichermaßen berücksichtigen. Wir beschäftigen uns aber sozusagen mit der oberen und der unteren Seite. Das heißt, eine Handlungsrichtung wird sein, wie können wir durch den Einsatz von Blockchain Kosteneffizienzen erzielen? Und auf der anderen Seite, wie können wir den Ansprüchen der Kunden in Bezug auf Private und Digital Assets sozusagen nachkommen und Genüge tun und auch dadurch eine Differenzierung im Markt erreichen? Das werden die zwei Zielsetzungen sein. Und dass jetzt nicht nur die Berater von Boston Consulting und Bain das so sehen und wir auch, sondern auch die Branche insgesamt, verdeutlicht, glaube ich, dieses Zitat hier nochmal hier von Oliver Bellal aus von der Invesco, der gerade eben auch die Blockchain-Technologie als einen wesentlichen Treiber für die Transformation der Branche sieht. Und genau das ist ja unser Thema heute. Diese Transformation in der Fonds- und Asset-Management-Branche oder sozusagen nochmal weitergesprochen in der Finanzwelt insgesamt durch die Blockchain-Technologie wird dazu führen, dass im Jahr 2027 so das World Economic Forum, durchaus sage ich mal eine vertrauenswürdige Quelle, würde ich sagen, prognostiziert, dass bis ins Jahr 2027 eben 10% des Bruttoinlandsprodukts tokenisiert wird, Assets auf der Blockchain letztendlich verwaltet werden. Das ist natürlich ein wesentlicher Veränderung im Markt und deswegen ja auch vom Verband dieses Webinar und in verschiedenen Arbeitsgruppen das Thema Blockchain in der Fonds- und Asset-Management-Branche richtigerweise thematisiert. Und das wollen wir uns jetzt anschauen. Wie angekündigt, wir sehen dort im Prinzip zwei Handlungsrichtungen für den Einsatz der Blockchain-Technologie in der Fonds- und Asset-Management-Branche. Auf der einen Seite horizontal auf der Abwicklungsseite. Das heißt, wie können Finanzassets, wie können Fonds besser verwaltet, gemanagt, emittiert werden durch den Einsatz der Blockchain-Technologie. Das heißt letztendlich, wie kann traditionelle Wertschöpfung durch eine Blockchain angereicherte Wertschöpfung effizienter gemacht werden und damit im Prinzip Kostenvorteile erzielt werden,
was ja letztendlich sozusagen auch von vorher nochmal gesehen wurde, dass das ein wesentlicher Treiber der nächsten Jahre der Branche sein wird. Aber, und auch das haben wir aus den Studien gelernt und gesehen, der Bedarf auf bezüglich Innovation und Differenzierung auf der Asset-Seite, insbesondere in Bezug auf Private und Digital Assets, als Beimischung, als Zusatz zu natürlich weiterhin traditionellen Assets wie aktive Fonds, wie passive Fonds, die ja auch in den letzten Jahren und Jahrzehnten sehr prosperiert haben. Das heißt, wie können wir in der Branche uns differenzieren durch die Erweiterung des Assets-Universums um Private und Digital Assets. Das sind unsere zwei Richtungen, mit denen wir uns jetzt heute im Webinar beschäftigen. Und damit wir uns damit beschäftigen können, ist natürlich notwendig, dass wir dort in einem regulierten und rechtlich sicheren Raum uns bewegen. Und da ist in den letzten Jahren und insbesondere in den letzten 2 Jahren, Anne-Lisa wird da die Zeitlinie noch weiter vorne ansetzen, vieles, vieles passiert, was uns heute einen sehr soliden Rahmen bildet für diese Entwicklungsrichtung, die wir gerade schon hier anskizziert haben. Und da wird uns jetzt der Anne-Lisa einen Überblick geben. Spiel den Ball rüber. Ja, danke, Albert. Wenn du noch weiter steuern könntest, wäre super. Dann brauchen wir nicht die Steuerung zu wechseln. Genau, nachdem jetzt Albert die vorführenden Worte erstmal präsentiert hat und wir später zu den einzelnen Beispielen übergehen, wo wir dann gemeinsam auch sowohl aus der nicht-touristischen und touristischen Brille erläutern werden im Dialog, hier nochmal ein paar wenige Slides, die ich vorstellen möchte, damit man rechtlich versteht, wo wir herkommen und wo wir vielleicht auch hingehen. Das Slide selbst finde ich ganz interessant, nicht nur, weil es einen Überblick über die letzten und insgesamt 10 Jahre gibt, sondern weil, wenn Sie später die Präsentation bekommen, Sie werden sehen, das sind alles Hyperlinks. Sprich, wenn Sie da draufklicken, kommen Sie auf das Primärdokument und können alles, was ich jetzt zusammenfassend erklären werde, nochmal nachlesen. Und es gibt durchaus einen guten Überblick, was für uns jetzt auch ganz wichtig ist für die nächsten Slides. Wir sehen hier, das Ganze beginnt Ende 2013, Anfang 2014. Wir sehen, dass die BaFin als erste Aufsichtsbehörde weltweit eine Veröffentlichung gemacht hatte, damals zu Bitcoin, zu Virtual Currencies. Das war eher eine Warnung. Und die FATF ist damit eingestiegen. Für diejenigen, die die FATF nicht kennen, die Financial Action Task Force, keine Aufsichtsbehörde, kein Gesetzgeber, aber Interessenverband, was die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung vorantreibt und dessen Empfehlungen, die sogenannten Recommendations, von allen Nationen weltweit berücksichtigt werden und im Rahmen der Gesetzgebung, sei es bei uns in Europa, mit der Geldwäsche-Richtlinie und auch der kommenden Geldwäsche-Verordnung oder auch auf nationaler Ebene, zum Beispiel die Kryptowerte-Transferverordnung, immer wieder ihren Niederschlag findet, aber auch im GWG. Das heißt, wir sollten die FATF, auch wenn man jetzt kein großer Freund von Compliance- und Geldwäschebekämpfung ist, nicht außer Acht lassen, weil wir da auch strategisch für die Zukunft vieles lernen können. Und deshalb oben der Zeitstrahl weitestgehend alles, was mit der FATF zu tun hat, unten der Zeitstrahl, was sich bei uns auf nationaler Ebene entwickelt hat. Und da sollte ich vor allem hervorheben, die zwei Advice Paper der ESMA und der EBA, die kamen zeitgleich raus am selben Tag, also die Advice on Crypto Assets. Da sehen wir einen schönen Überblick, was denn alles Crypto Assets sind und wie sie in den einzelnen Jurisdiktionen im europäischen Wirtschaftsraum reguliert werden. Es wird die wenigsten verwundern, dass wir in Deutschland die strengste Regulierung haben. Wir sind in Deutschland die einzigen, die Cryptocurrencies, also Kryptowährungen und auch viele Utility-Token mitregulieren, und zwar als Finanzinstrumente nach KWG. Das betone ich hier, weil das ist für die investmentrechtliche Welt zu beobachten oder beachten, was Kryptowerte im Sinne des KWG sind und Kryptowerte im Sinne der MiFID. Kryptowerte im Sinne der MiFID werden von allen europäischen Mitgliedstaaten reguliert. Das wird jetzt vereinheitlicht, denn diese Empfehlungen der ESMA und der EBA wurden aufgenommen im sogenannten Digital Package der Europäischen Kommission. Zum Digital Package gehört eine Anpassung der MiFID. Dazu gehört aber auch ein eigenes Regelwerk für Finanzinstrumente, die außerhalb der MiFID sind. Das sind die, die zukünftig in der Markets and Crypto Assets Regulation drin sein werden.
Für diejenigen von Ihnen, die im Bereich Kryptoregulierung tief dabei sind und draufschauen, werden wissen, dass wir dieses Jahr mit dem sogenannten Trialoggespräch, das am Ende Juni, 30.06. stattgefunden hat, auch den finalen Text der MiCA haben. Dieser finale Text wurde am 5. Oktober in einer englischen Version schon veröffentlicht und wird gerade übersetzt in die anderen Sprachen des europäischen Wirtschaftsraums. Kurz vor Weihnachten wird es leider knapp, dass das Ganze verabschiedet wird. Ich gehe davon aus, dass es im Februar vom Europäischen Parlament dann auch formell alle übersetzten Versionen verabschiedet werden. Und mit der Veröffentlichung 20 Tage danach tritt die MiCA in Kraft. Allerdings ist es so, dass es eine 18-monatige Übergangsregelung geben wird. Sprich, wir haben 18 Monate Zeit, nicht nur wir, auch die Aufsichtsbehörde, die BaFin, die ESMA und die Marktteilnehmer, um sich auf die MiCA vorzubereiten. Und dann, ich habe es hier mal eingepflegt, ich gehe mal von aus, September 2024 spätestens müssen wir uns auch die MiCA anschauen. Die MiCA, auch für die Investmentrechtswelt sehr wichtig, weil die Finanzinstrumente, die in der MiCA drin sind, die sind streng abzugrenzen von den MiFID-Finanzinstrumenten. Und das macht auch einen Unterschied für die Folgepflichten der Verwahrstelle, auf die ich gleich eingehen werde. Immer diese Unterscheidung vor Augen halten, was sind Kryptowerte im Sinne der MiCA und was sind Kryptowerte und Finanzinstrumente im Sinne der MiFID. Ja? Und daneben, was auch ganz interessant ist, wird es schon im März nächsten Jahres die Möglichkeit geben, sich über das DLT-Pilot-Regime in einem Sandbox-Modell befreien zu lassen von den CSDR-Pflichten, insbesondere Artikel 3 der CSDR, Einbuchung der Finanzinstrumente bei einem CSD, also bei einer Verwahrstelle. Das wird möglich sein zukünftig für MiFID-Finanzinstrumente, die tokenisierte Finanzinstrumente darstellen, also digitale Finanzinstrumente, für die man gerade keine Einbuchung bei der Verwahrstelle benötigt. Und auch bestimmte Folgepflichten, also steuerliche und Reportingpflichten, davon wird man befreit. Das kann man, wie gesagt, dann ab März nächsten Jahres bei der BaFin beantragen, diese Befreiung, und kann dann in bestimmten Voluminern, die vom Markt stark kritisiert werden, weil diese Volumina sehr gering sind, da auch einen Handel in einem regulierten Markt, in einer Trading Venue mit digitalen Finanzinstrumenten auch vornehmen. Also Handel, Settlement, Trading und Settlement, beides ist dann möglich. Wer sich für das Thema interessiert, wir haben von Enerton einen Blog, der nennt sich Paytech Law, und auch einen Podcast, der nennt sich Paytech Talk. Und bei Paytech Law finden Sie auch ein White Paper zum DLT-Pilot-Regime, auch einen Podcast zum DLT-Pilot-Regime. Und da können Sie nochmal genauer reinschauen zu den Themen. Unten auf der Schiene, da werden wir heute noch viel mehr erzählen, und zwar zum Gesetz zur Einführung von elektronischen Wertpapieren. Frank Dornseifer hat es ja anfangs gesagt, der Verband war da sehr aktiv. Ich persönlich war auch mit dabei, damals nicht für den Verband, sondern für den Bundesblock, und habe diese große Anhörung mitgemacht. Das war die große Anhörung zur Umsetzung des sogenannten Eckpunktepapieres. Und mit der Umsetzung des Eckpunktepapieres wurde damals schon festgesetzt, dass wir zumindest für die KMUs Inhaberschuldverschreibungen papierlos, ohne die Papierform, auch emittieren und vertreiben sollten. Das war mit einem Blick auf die Nachbarländer, also Luxemburg und England, wo das ja heute schon möglich ist. Es wurde aber auch gleichzeitig der Bedarf geäußert, dass man nicht nur das beschränkt auf Inhaberschuldverschreibung, sondern auch auf Fondsanteile und auf Aktien und auch andere Anteile, sogar auf Sachwerte. Im ersten Schritt wurden nur die Inhaberschuldverschreibung reingenommen, und dann auch wirklich Zutun des Verbandes, so im letzten Atemzug wurden dann doch noch Fondsanteile, Sondervermögen mit aufgenommen ins EWPG. Das EWPG als Mantelgesetz gibt die allgemeinen Vorschriften zur Registerführung. Und dann gibt es zwei Verordnungen, die rausgegeben wurden. Einmal die Verordnung für die Wertpapierregisterführer des EWPRV. Und dann gibt es noch die Verordnung, die für uns ganz interessant ist, für die Kryptofondsanteile, die Kryptofaf. Und da würden wir gleich auf den nächsten Slides nochmal näher drauf eingehen. Aber das erstmal als Gesamtüberblick, damit wir verstehen, wo wir herkommen und wo wir uns hinbewegen. Gerne zum nächsten Slide. Okay, jetzt fehlt tatsächlich ein Slide, das ist ausgeblendet, aber das versuche ich jetzt mal einfach ad hoc zu machen. Vielleicht gehst du gerade nochmal zurück, Albert, zum Zeitstrahl. Okay, also wir haben das EWPG und wir haben die zwei Verordnungen. Das EWPG bringt Folgendes.
Wir haben auch heute den Stand, also bis gegenwärtig den Stand gehabt, dass man für eine Emittierung von Anleihen und auch für Wertpapiere in Deutschland, der Name sagt ja, Wertpapier grundsätzlich eine Urkunde benötigen. Die meisten, die merken das gar nicht mehr. Bei CS-Grün gibt es aber eine globale Urkunde, die liegt dann irgendwo im Tresor. Und auf dieser globalen Urkunde werden vielleicht sogar noch Veränderungen vorgenommen. Ansonsten passiert alles elektronisch. Das ist natürlich nicht mehr zeitgemäß. Und dementsprechend wurde über das EWPG die Möglichkeit eingeführt, dass man Wertpapiere ohne Papierform auch zukünftig emittieren kann. Das setzt allerdings voraus, dass man da ein reguliertes Institut hat, das sicherstellt, dass diese elektronischen Wertpapiere auch eine Verkehrsfähigkeit haben und insbesondere das Stichwort für die Juristen, die werden es verstehen, Gutglaubenschutz. Ja? Denn die Papierform hat einen Zweck, und zwar den Gutglaubenschutz. Und dieser Gutglaubenschutz, den würde ich gerne mal erklären wollen anhand eines ganz simplen Beispiels, was jetzt mit der Wertpapierwelt gar nichts zu tun hat, aber daran wird man es, glaube ich, schön erkennen können. Wenn ich jetzt zum Beispiel mein Fahrrad dem Albert verkaufen möchte und ich bin im Besitz meines Fahrrads, wird Albert darauf vertrauen können, dass ich auch der Eigentümer des Fahrrads bin. Albert kann dann dieses Fahrrad nehmen und kann es dem Frank Dornseifer weiterverkaufen und Frank kann auch darauf vertrauen, dass Albert rechtmäßiger Eigentümer des Fahrrads war und es von ihm kaufen konnte. Ja, dann kann ich jetzt nicht hingehen zum Frank und sagen, hey Frank, das war allerdings bewusst, ich wollte es gar nicht verkaufen und es ist immer noch mein Fahrrad. Nein, es gibt einen Gutglaubenschutz. Albert durfte darauf vertrauen, dass ich Eigentümer des Fahrrads bin, weil ich im Besitz des Fahrrads war. Und Frank durfte darauf vertrauen, dass Albert Eigentümer des Fahrrads war, weil Albert im Besitz des Fahrrads war. Das Ganze angewendet auf Immobilien, da wird es ein bisschen komplizierter. Bei Immobilien kann man nicht sagen, mir gehört die Immobilie, weil ich im Besitz bin. Nein, da geht es das Grundbuch. Ja? Und ein Blick in das Grundbuch schafft den Gutglaubenschutz. Das heißt, das, was im Grundbuch drin steht, das ist auch richtig. Ja? So, jetzt kommen wir in die Welt der immateriellen Güter. Sprich, wir haben jetzt Wertpapiere auf der Blockchain. Wenn ich jetzt mein Wertpapier auf der Blockchain übertragen möchte an Albert, dann würde ich grundsätzlich in meinen Rechner reingehen, in meinen Computer oder viel besser in mein Smartphone und würde da zum Beispiel meinen Security-Token oder meinen Token von meiner Wallet in die Wallet von Albert übertragen. Albert würde das vielleicht dann weiter übertragen in die Wallet von Frank. Jetzt kann es allerdings passieren, dass nicht ich mein Handy benutzt habe, sondern mein Sohn. Der ist 8 Jahre alt, ist noch nicht mal rechtsfähig und dieses Rechtsgeschäft an sich, die komplette Kette der Rechtsgeschäfte wäre damit eigentlich unwirksam. Ja? Und dann könnte ich zum Frank gehen und sagen, Frank, pass mal auf, du hast jetzt das Wertpapier bekommen, den Token hast du bekommen, allerdings war dieses Rechtsgeschäft unwirksam, weil ich habe es gar nicht verschickt, das hat mein Sohn gemacht. Und genau dafür gibt es das Register jetzt, weil mit einem Blick ins Register gibt Gutglaubenschutz. Das heißt, wenn Albert und Frank ins Register reinschauen und sehen, dass der Registerführer diese Übertragung einmal bestätigt hat, dann ist diese Übertragung bestätigt. Dann ist völlig egal, ob mein Sohn das Handy benutzt hat, denn tatsächlich muss der Registerführer 2 Sachen feststellen und sicherstellen. Einmal muss der Registerführer sicherstellen, dass die Teilnehmer, die auf diesem Register aktiv sind, das kann der Emittent sein, das kann der Inhaber des Wertpapiers sein, das kann derjenige sein, der das Wertpapier erwirbt, dass die Teilnehmer zum einmal KYC wurden. Und dann muss auch der Registerführer sicherstellen, dass die Teilnehmer auch im Rahmen der Übertragung berechtigt sind. Das heißt, in dem Fall von mir, eine Berechtigung, da hätte der Registerführer eigentlich sicherstellen müssen, dass ich das Wertpapier dem Albert zuschicke und nicht mein Sohn. Und das muss der Registerführer sicherstellen. Ja, das kann man machen über KYC, das kann man machen über 2-Faktor-Authentifizierung. Das ist ganz einfach bei natürlichen Personen. Bei juristischen Personen wird es ein bisschen komplizierter, wenn jetzt eine Bank oder ein Institut oder auch eine KVG eine solche Übertragung vornehmen lässt, dann wird es entweder der Geschäftsführer sein, der steht schon im Handelsregister drin, da kann der Registerführer schauen, da ist eine Person, die steht im Handelsregister drin, dann wird auch berechtigt sein, diese Transaktion durchzuführen. Problematischer wird es, wenn einer nur eine Vollmacht hat. Bei Prokura kann man hoffen, dass die Prokura auch im Handelsregister drin steht. Das ist das, das wird jetzt ganz spannend werden, wie man das umsetzt. Und dazu wird es verschiedene Tools geben, wie von WeOwn, wie man solche Informationen dank der Blockchain auch verifizieren und transparent teilen kann mit den Marktteilnehmern. Es gibt 2 Arten von Registerführer. Es gibt einmal den zentralen Registerführer, das ist die Verwahrstelle, für elektronische Wertpapiere. Und dann gibt es auch noch den Registerführer, den sogenannten dezentralen Registerführer. Das ist der Registerführer für die sogenannten Krypto-Wertpapiere. Das sind entweder
Kryptowerte, die ins Register eingebucht werden, inhaber Schuldverschreibung, Security-Token, oder das sind auch Krypto-Fondsanteile, Sondervermögen, die ins Register eingebucht werden. Und auch diese werden dann zu Krypto-Wertpapieren. Und jetzt kommt's. Das ist eine Besonderheit, die wir auch mit dem EWPG haben und mit dem Register. Wir brauchen jetzt zukünftig für die Registerführung nicht mehr eine Depotbank oder jemand, der diese Verwahrung durchführen kann, wie ein Zentralverwahrer. Das kann die Verwahrstelle machen. Ja, das heißt, die Verwahrstelle kann selbst registerführende Stelle werden. Das ergibt sich zum einen aus dem EWPG, aber vor allem aus der Krypto-FAF, ja, und aus dem Paragraphen 95 KGB Absatz 5. Dort steht drin, dass Krypto-Fondsanteile Sondervermögen sind und dass diese auch in einem elektronischen Register emittiert oder also gebucht werden können und gehandelt werden können. Die Verwahrstelle kann das selbst machen, sie kann aber auch einen Dritten benennen, wie diese registerführende Stelle diese Tätigkeit ausübt. Und jetzt müssen wir aufpassen, die Tätigkeit der Verwahrstelle ist abzugrenzen von der Tätigkeit des Kryptoverwahrers. Das sind zwei verschiedene Tätigkeiten. Ja? Das heißt, wir können einen Krypto-Fondsanteil haben oder wir können einen Krypto-Wertpapier haben, was im Register eingebucht ist. Das kann auch mit einem Token geschehen, sprich dieser Krypto-Fondsanteil kann tokenisiert sein, da kann es einen Token geben, es muss aber kein Token bestehen. Ja? Das ist auch ganz wichtig. Wenn es allerdings einen Token gibt, dann ist halt die Frage, wer verwahrt diesen Token, wer verwahrt diesen Kryptowert im Sinne des KWG? Kann das die Verwahrstelle machen, ja? Oder muss das ein Kryptoverwahrer machen? Und die Antwort ist recht einfach, ja. Die Verwahrstelle darf das grundsätzlich nicht. Ja? Die Verwahrstelle kann es grundsätzlich nicht. Es gibt Ausnahmen, aber die sind in der Praxis eigentlich irrelevant. Man muss sich merken, für die Verwahrung, und dazu gehört nicht nur die Verwahrung selbst, sondern wenn man mal ins KWG reinschaut, da wird das Kryptoverwahrgeschäft definiert. Das Kryptoverwahrgeschäft ist definiert als Verwahrung und Verwaltung von Kryptowerten für andere oder die Sicherung des sogenannten Private Key für andere. Und was noch ergänzt wurde im Rahmen der Umsetzung des EWPG im KWG, man kann auch als Kryptoverwahrer die Private Keys zu Kryptowertpapieren im Sinne des EWPG sichern. Allerdings nur Sicherung des Private Key darf durch einen Kryptoverwahrer erfolgen, nicht mehr Verwahrung oder Verwaltung der Kryptowertpapiere. Ja? Und da erkennt man mal schön das Zusammenspiel, wie funktioniert das Zusammenspiel von der Verwahrstelle und einem Kryptoverwahrer. Und das ist vor allem dann interessant, wenn wir Kryptowerte im Sinne des KWG haben. Das heißt, wir haben Finanzinstrumente im Sinne des KWG und wir haben gerade keine Finanzinstrumente im Sinne der Mittel. Ja, weil wenn man mal ins KGB reinschaut, jetzt kommen wir zum nächsten Slide, Albert. Wenn man mal ins KGB reinschaut, dann wird man sehen, und zwar steht es dort in Paragraphen 72 und 81 KGB. Albert, kannst du bitte zum nächsten Slide? Sehen wir das in Paragraphen 72 und 81 des KGB, dass die Verwahrstelle lediglich Finanzinstrumente im Sinne der MiFID verwahren darf. Sie darf allerdings nicht sonstige Vermögensgegenstände verwahren, weil es auch nicht möglich ist. Weil sonstige Vermögensstände, die kann man gar nicht in eine Depotbank einbuchen. Das werden hier insbesondere Kryptowährungen. Und das ist gerade im Markt ein großer Trend. Wir sehen es bei verschiedenen Teilnehmern im Markt. Die kann man auch ruhig nennen. Hauptaufhäuser oder auch andere im nordischen Raum, die, glaube ich, noch nicht publik sind. Deshalb nenne ich die mal nicht. Die machen das gerade so, dass sie für ihre Kunden in Kryptowährungen investieren, wie zum Beispiel Bitcoin und Ether. Und diese Kryptowährungen sind gerade keine Finanzinstrumente im Sinne der MiFID. Ja? Das sind sonstige Vermögensgegenstände. Die sind gerade nicht vor einer Verwahrstelle verwahrfähig. Da muss es einen Auftrag geben von links nach rechts, also von der Verwahrstelle zu einem Kryptoverwahrer. Bei Hauck und Aufhäuser haben wir es ja gesehen, die haben Capilendo erworben, haben diese mit reingenommen in die Gruppe, die haben ihren eigenen Kryptoverwahrer. Andere Marktteilnehmer, die benutzen dann White-Label-Lösungen wie zum Beispiel Tengeny und machen das mit Tengeny zusammen. So, jetzt müssen wir aufpassen. Die Verwahrstelle, die kann jetzt einen Auftrag geben an den Kryptoverwahrer und sagt, bitte diese Vermögensgegenstände einmal für uns verwahren. Aber dann muss die Verwahrstelle, die ist jetzt nicht ausgenommen von ihren Pflichten, die muss dann sicherstellen, sie hat die Pflicht zur Prüfung der Inhaberschaft am Kryptowert. Inhaberschaft am Kryptowert, dieser muss dem Fonds zuzuordnen sein. Ja? So, und dann ist halt die Frage, wie prüft man das überhaupt? Wie stellt man sowas sicher? Und das macht man in der Regel, wenn man sich anschaut, wo der Private Key ist. Ja? Man schaut sich die Verfügungsmöglichkeit über den Kryptowert an und dieser wird regelmäßig mit dem Besitz des Private Key gewährleistet. Und hier in dieser Konstellation wird der Kryptoverwahrer den Private Key sichern, allerdings
nicht für sich selbst und auch nicht für die Verwahrstelle, sondern im Auftrag der Verwahrstelle und im Interesse der Investoren oder des Fonds. Ja? Und das ist ganz interessant, was man im Markt sieht. Wir sehen im Markt, dass eine KVG sich einen deutschen Kryptoverwahrer wie Tengeni besorgt und sagt, pass mal auf, hier, das sind die Assets, die Vermögensgegenstände unserer Investoren, diese sollten bitte verwahrt werden und dann muss dann irgendwie die Verwahrstelle mit rein. Und das ist dann ein, aus dem sogenannten Investment-Dreieck wird ein Investment-Viereck. Ja, wir haben nicht nur die KVG, den Investor und die Verwahrstelle, sondern wir haben zusätzlich noch den Kryptoverwahrer, der auf einmal mit drin ist. Und das ist ganz interessant, weil da muss man wirklich aufpassen, die Verwahrstelle darf nicht zu viel. Weil Verwaltung von Kryptowerten bedeutet auch, dass man entscheidet, was mit den Kryptowerten geschehen soll. Und wenn wir jetzt diese Möglichkeit, diese Rechte der Verwahrstelle geben, dann würde sie effektiv eine sogenannte Verwaltung von Kryptowerten ausüben. Und das ist bereits schon ein Kryptoverwahrgeschäft, wofür die Verwahrstelle keine Erlaubnis hat. Das muss der Kryptoverwahrer machen. Das heißt, die Verwahrstelle kann lediglich eine vermittelnde Rolle darstellen, eine vermittelnde Rolle ausüben zwischen der KVG und dem Kryptoverwahrer. Und das ist natürlich etwas ganz Neues. Sowas gibt es bisher noch nicht. Und da müssen wir mal aufpassen und schauen, was passiert. Da gibt es noch keine Handreichungen der BaFin. Es gibt allerdings intern, das ist noch nicht publik geworden, bestimmte Anweisungen der BaFin an die KVG, die besagt, ja, pass mal auf, wenn du mit der Verwahrstelle sprichst, pass auf, dass die in den Verträgen mit dem Kryptoverwahrer jetzt bloß nicht irgendwas reinschreibt von wegen, die Verwahrstelle darf die Kryptowerte verwalten oder die Verwahrstelle hat Vollmacht und darf über die Kryptowerte entscheiden. Das alles ist nicht möglich, weil das originäre Tätigkeiten des Kryptoverwahrers sind und der Auftrag darf nur vom Endkunden kommen. Das wäre hier der Fonds oder die Investoren des Fonds und nicht von der Verwahrstelle. Und das wird ganz spannend zu sehen, wie das umgesetzt wird. Und nochmal ganz wichtig, hier bewegen wir uns bei Kryptowerten im Sinne des KWG. Wir bewegen uns nicht zu den Kryptowerten im Sinne der MiFID oder Finanzinstrumente der MiFID. Dazu werden wir jetzt gleich in den nächsten Slides mehr sagen. Solche Kryptowerte im Sinne der MiFID können Kryptofondsanteile sein, das können aber auch sogenannte Non-Bankable Assets sein, also Sammlerstücke oder Sachwerte, die über ein Vehikel tokenisiert werden und dann den Charakter eines Wertpapiers sui generis haben. Also alles, was Wertpapier ist, ist gleichzeitig ein MiFID-Instrument und alles, was nur Kryptowert im Sinne des KWG ist, würde in diesen Slide, auf diesen Slide ja, zu tragen kommen, weil das ist dann die Besonderheit, wie man mit solchen Kryptowerten neuerdings umgeht. Und damit habe ich, glaube ich, noch genug gesagt zu dem regulatorischen Grundverständnis und wir können übergehen zu den Beispielen, wo ich dann noch parallel zum Albert noch bei der einen oder anderen Stelle nochmal darauf hinweisen werde und sagen werde, hier, genau das habe ich vorhin erzählt und genau das ist gemeint und das kann man dann später bei den Beispielen nochmal vertiefen. Perfekt, vielen Dank. Dann würden wir uns das jetzt mal anschauen. Sie erinnern sich vielleicht diese zwei Handlungsfelder, Thema Blockchain in der Fonds- und Asset-Management-Branche. Wir beschäftigen uns jetzt mit der horizontalen, mit der Abwicklungsseite, das heißt, welche Funktionen kann die Blockchain in der Abwicklung oder in Aufsetzung und Abwicklung im Management eines Fonds einnehmen, um hier Effizienzvorteile zu erzielen. Und wenn wir Effizienzvorteile erzielen wollen, dann heißt ja, dass das heutige System eben in Teilen zumindest ineffizient ist. Und da haben wir im Prinzip hier nochmal das Schaubild sehr schematisch dargestellt, wie der heutige Prozess ist und was man schon erkennen kann, dass es dort A, viele Parteien gibt, B, viele Abgleichprozesse rund um das Thema Bestandsabgleich und Settlement der Werte zwischen den Parteien. Das Ganze teilweise eben auf der Basis von Legacy-Systemen, teilweise auf der Basis von auch manuellen Prozessen. Und das ist natürlich gerade manuelle Prozesse im Zusammenhang von Datenmanagement, Datenabstimmungen, latent auch fehleranfällig. Das heißt, wir haben hier viel Reconciliation-Themen noch, die insgesamt den Prozess A kostenintensiv und natürlich auch sozusagen auch zeitaufwendig machen, was unter anderem zu Settlement-Prozessen von T plus 2
beziehungsweise T+3 führen. Wir haben auch Einschränkungen in der Handelbarkeit und damit insgesamt einfach im Ökosystem des Aufsetzen und der Abwicklung Effizienzthemen, die wir heben können. Und Alireza, bevor ich weiterspringe, hast du hier noch rechtliche Anmerkungen zur Ist-Situation oder? Ja, genau. Also hier an dem Beispiel sieht man sehr schön. Wir haben hier das Erfordernis, dass wir hier einen Zentralverwahrer haben. Ja, wir haben dieses Erfordernis, wie schon vorhin gesagt, aus einem, also rechtlichen Grund, vor allem gut Glaubensschutz. Und das ist allerdings zukünftig nicht erforderlich, wenn wir das Ganze über das Register machen. Und über das Register werden wir einige dieser Intermediäre nicht mehr benötigen, weil wir diesen Gutglaubensschutz über das Register darstellen können. Und an diesem Beispiel erkennt man das ganz schön, wie viele Parteien involviert sind. Und am nächsten Slide wird man sehen, wie das ist, wenn man das über das Register macht und was man dadurch für Vorteile hat. Genau, und dann nehme ich den Ball auf. Wir sehen hier im Prinzip das, sage ich mal, neue Modell, das sich durch im Prinzip zwei wesentliche Aspekte auszeichnet. Zum einen haben wir gesehen, der CSD ist aus dem Schaubild verschwunden. Den Gutglaubensschutz stellen wir sicher über das Register, wie es Alireza gerade eben beschrieben hat. Das heißt, keine Globalurkunde mehr, die auch dort hinterlegt werden muss. Das Ganze wird abgewickelt über und gemanagt über das Register. Und das Zweite, was wir sehen, ist, dass wir die Blockchain sozusagen als zentrale oder eigentlich ist eine dezentrale Infrastruktur, Datenmanagement-Infrastruktur und Informationsbereitstellung verwenden können. Das heißt, die Parteien müssen nicht mehr in einem End-to-End-Prozess durch Abstimmungs- und Settlement-Prozesse gehen, sondern es gibt mit der Blockchain eine dezentrale, für alle einsehbare, natürlich auch hochgradig verschlüsselte, aber für alle Parteien interpretierbare Datenquelle, die dazu führt, dass wir insgesamt nicht nur netto weniger Parteien im Ökosystem haben, sondern insbesondere auch durch die Digitalisierung und durch die sozusagen dezentrale Datentransparenz Effizienzvorteile erhöhen können. Wir stellen auch die Datenintegrität damit sicher, weil eben keine manuellen Prozesse involviert sind. Das heißt, die Fehleranfälligkeit ist sozusagen auf Null gesetzt. Und wir können, und das ist auch nochmal ein ganz wichtiger Aspekt, durch Smart Contracts, das heißt durch die programmatische, durch die automatisierte Abwicklung von Prozessen, auch Prozesse automatisieren, was nochmal insgesamt A, den Aufwand und B, auch die Zeitverzögerung deutlich reduziert, sodass wir insgesamt wahrscheinlich nicht auf ein Instant, sozusagen Real-Time, aber zumindest auf T gleich 1 mit Sicherheit sehr gut kommen können. Und insgesamt nochmal zusammenfassend zwei wesentliche Treiber für die Blockchain hier. A, Desintermediation, also sozusagen weniger Parteien im Ökosystem und durch die Blockchain ein zentrales Management der Informationen. Und ich glaube, Alireza, da lässt sich jetzt auch nochmal ganz schön darstellen, was du vorher auf regulatorisch allgemeiner Perspektive beschrieben hast, wie sich das jetzt hier konkret auch nochmal sozusagen in der Praxis dann umsetzt. Ja, vielen Dank, Albert. Genau. Also ich habe es ja vorhin schon angedeutet, durch die Krypto-Pfaff und das EWPG wird die Verwahrstelle zum Registerführer, wenn sie das möchte. Wenn sie das wird, dann muss man halt aufpassen, dann wird auf einmal die Verwahrstelle im Bereich Onboarding, KYC, Whitelisting, Wallet Management aktiv. Das kann sie alles Stand heute noch nicht wirklich machen, weil zum einen fehlt ihr die Software, zum anderen fehlt ihr
die Erfahrung, wie man das macht. Deshalb ist es halt auch ganz spannend, dass man auch hier mit der Software von euch, von WeOwn, das gut darstellen kann. Und für diejenigen, die denken, ja, das ist auch gar nicht so kompliziert, das Slide ist einfach dargestellt. Es ist tatsächlich so, dass man normalerweise dann noch einen Kryptoverwahrer hat, sprich, man könnte theoretisch als Registerführer hier auch die Sondervermögen irgendwie auch verwahren. Geht rechtlich zum Teil nicht, weil man den Private Key selbst nicht sichern darf. Das geht dann über einen Kryptoverwahrer. Das heißt, wir hätten hier noch als zusätzliche Partei einen Kryptoverwahrer, der hier angeschlossen wäre. Und man könnte über APIs dann Informationen teilen und das auch auf einer dezentralen Blockchain-basierten Plattform, ja. Und man hätte vor allem im Bereich des Onboardings und KYCs, das macht ja die Verwahrstelle nicht selbst, da würde sie dann sehr wahrscheinlich eine Dienstleister wie IDnow oder sonst jemanden da einsetzen. Und ganz wichtig, nicht nur im Bereich des Onboardings ist diese KYC-Prüfung erforderlich, sondern auch im Bereich der Ausübung einer Transaktion, weil man die Berechtigung prüfen muss. Die Frage ist halt, wie prüft man diese Berechtigung? Macht man das wie beim Online-Banking über eine Zwei-Faktor-Authentizierung, macht man das über eine SMS oder über eine TAN aufs Handy? Oder was ich vermute, das hatte ich auch in einem Beitrag von mir auch veröffentlicht in der LDI, wo es gesagt hat, wir können das so ähnlich wie die Österreicher machen, wir können über biometrische Merkmale dann arbeiten. Und ganz wichtig ist, weil dieses Gutglaubensschutzelement so enorm wichtig ist, dass im Register dann halt diese Berechtigung am Zeitpunkt der Übertragung der Kryptowerte im Register auch sichergestellt werden muss, dass es auch am Ende des Tages sicher ist, weil die Verwahrstelle, die haftet dafür. Ja? Und da muss man halt genau schauen, wie man in verschiedenen Kooperationspartnern, mit denen man zusammenarbeitet, dann über so eine Software dann interagieren kann und kommunizieren kann. Genau, und ich glaube, das ist nochmal auch der Bereich, wo wir sozusagen unsere 20-jährige Computershare-Erfahrung im Management sozusagen der großen Register letztendlich einbringen können, um eben diesen Gutglaubensschutz sicherzustellen. Und ich glaube, was auch nochmal wichtig ist, und Alireza hat es angesprochen, Stichwort APIs, dass so eine Plattform auch im Ökosystem funktioniert, zum Beispiel mit dem Kryptoverwahrer, eine Schnittstelle jetzt zum Beispiel zu Tengeny oder zu einer Hauck Aufhäuser haben wir genannt, als mögliche Partner hier, mit der die Plattform letztendlich vernetzt ist. Genau, soweit vielleicht, Alireza, zu dieser Thematik Effizienzsteigerung durch den Einsatz von Blockchain. Und jetzt gehen wir auf die andere Seite und schauen uns noch, wir haben es ja auch Stichwort Kryptowertpapiere, auf die Asset-Seite an. Wir haben das ja ganz am Anfang auch gesehen, in den Studien mit der sozusagen sukzessiven Generationswechsel, dass die Anforderungen auch auf der Asset-Seite der Kunden sich verändern in Richtung Private Assets und in Richtung eben auch digitaler Assets. Und das wollen wir jetzt in dem Kapitel uns näher anschauen. Wir haben jetzt hier eine ganz grundsätzliche Unterscheidung nochmal. Jetzt in den Begrifflichkeiten, wir sagen jetzt Kryptowerte und subsumieren jetzt für dieses Webinar mal zwei Themen darunter. Das eine ist Kryptowährungen auf der einen Seite, was war Bitcoin, Ethereum, was jetzt haben wir in den letzten, sagen wir mal, 9 Monaten auch von dem Zug aus dem Markt ein Stück weit vielleicht auch zurückgegangen ist. Alle Experten erwarten jetzt auch sozusagen nicht nur die Krypto-Experten, sondern die Finanzexperten, dass sich das wie auch andere Asset-Klassen im kommenden Jahr auch wieder sozusagen an Attraktivität gewinnen wird. Das heißt, die Nachfrage nach Kryptowährungen wird wieder steigen. Und auf der anderen Seite tokenisierte Assets. Und bei den tokenisierten Assets kann natürlich auch tokenisierte Finanzwerte, also eine tokenisierte Schuldverschreibung beispielsweise, oder wir haben es erwähnt, eine tokenisierte Aktie sein. Was wir jetzt im Folgenden aber insbesondere uns anschauen möchten, sogenannte Non-Bankable Assets, das heißt tokenisierte beispielsweise Collectibles oder Passion Assets oder verschiedene Begrifflichkeiten oder tokenisierte physische Assets letztendlich, wie die sozusagen dem Portfolio zugefügt werden können. Und in dem Zusammenhang hier schon eine erste sozusagen Rahmen, dass jetzt das auch möglich ist. Und vielleicht Alireza,
Nur mal ganz kurz, du hattest ja schon auch angesprochen, die Änderungen im KAGB. Ja, genau. Also wir hatten ja vorhin, also insbesondere wenn wir über Krypto-Fondsanteile sprechen oder auch ja, Sondervermögen, dann bewegen wir uns in keiner dieser Schienen. Also ich habe vorhin gesagt, wir haben Kryptowerte im Sinne des KBG, das sind insbesondere Kryptowährungen hier auf der rechten Seite. Und was wir jetzt neuerdings auch dazu nehmen können, sind tokenisierte Assets. Das sind insbesondere Non-Bankable Assets, die tokenisiert werden, also Assets, die man normalerweise nicht im Finanzmarkt oder im Kapitalmarkt sieht. Und das ermöglicht zum einen, das KGB stellt es nochmal klar, dass das möglich ist, diese Investments. Da gibt es verschiedene Schwellen, auf die ich jetzt nicht näher eingehen möchte. Aber interessant ist zu sagen, auf der einen Seite, auf der rechten Seite haben wir diese Finanzinstrumente im Sinne des KWG und auf der linken Seite diese tokenisierte Assets. Die können wir durchaus so ausgestalten, dass es am Ende MiFID-Finanzinstrumente sind. Ja, und das werden wir jetzt auf den nächsten Slides uns noch anschauen. Und mit Blick auf die Zeit würde ich gar nicht zu sehr hier auf diesem Slide noch verbringen, sondern lasst uns gleich mal rübergehen in die nächsten Slides. Perfekt. Jetzt ist ein Stichwort gefallen, Tokenisierung. Jetzt bei so Webinar immer schwierig, wer sitzt mir gegenüber? Das heißt, welches Wissensniveau haben wir denn da? Ich will Sie jetzt auf der einen Seite nicht langweilen, aber zumindest ganz kurz den Begriff nochmal einführen. Was heißt Tokenisierung? Ich habe ein Asset, beispielsweise einen wunderschönen Oldtimer oder so, den ich in kleinere Einheiten unterteile, könnte sozusagen auch in der Einheit 1 unterteilen. Das heißt, ich habe ein physisches Asset beispielsweise, wo ich sage, von dem gibt es jetzt 10 Anteile. Für diese 10 Anteile wird im zweiten Schritt letztendlich werden Tokens generiert und die werden dann in einem dritten Schritt auf einer zu definierenden Blockchain emittiert. Das ist sozusagen dann auch die Basis für den schon erwähnten Gutglaubensschutz. Bei der Blockchain technologisch, sag mal, auch das würde ich jetzt nicht in die Tiefe gehen, gibt es sehr, sehr unterschiedliche Blockchain-Ansätze. Wir auf unserer Seite haben auf der einen Seite eine eigene Blockchain entwickelt für spezifische Use Cases, auf der anderen Seite basiert unsere Plattform auf Ethereum oder EVM. Das heißt, wir können auf rund 20 EVM-kompatiblen Blockchains emittieren. Aber es gibt natürlich eine Vielzahl von Blockchains und für jeden Use Case ist, glaube ich, wichtig, einfach zu evaluieren, welches ist die richtige Blockchain, in der ich dort gehe. So, und dann, wenn es emittiert ist und auch die Registerprozesse im Hintergrund passiert sind, kann natürlich dann der Token auch ausgetauscht und gehandelt werden können. Wie jetzt, sage ich mal, die Tokens sozusagen dort emittiert und gehandelt werden können, hängt von einigen Faktoren ab. Zum einen, welche Assetklasse, Stichwort, Alireza hat es erwähnt, Immobilie versus Oldtimer versus beispielsweise ein Finanzprodukt wie ein Schuldschein. Das zweite ist, über welches Emissionsvolumen sprechen wir? Dort gibt es gewisse Schwellenwerte, die auch geografisch oder länderspezifisch unterschiedlich sind. An welche Investorengruppe soll verkauft werden? Spreche ich über Retail oder Institutionelle? Und wie biete ich letztendlich das Asset an? Ist es ein geschlossenes oder ein offenes Angebot? Alle öffentlich oder nicht. Und je nachdem kann ich dann mit einer spezifischen Asset-Klasse auch umgehen. Das heißt, eine ganz generelle Antwort gibt es nicht. Sie sehen, da gibt es einige Kriterien, die aber im Prinzip in so einem Entscheidungsbaum auch relativ schnell in kurzer Zeit sozusagen dann eingegrenzt werden können. Schauen wir uns mal an. Schauen wir mal an, über welche Assetklassen wir jetzt hier exemplarisch auch sprechen. Wie gesagt, wir sind jetzt auf der linken Seite, Tokenisierung von Assets und dort insbesondere das Thema Private Assets. Und da haben wir jetzt mal drei Assetklassen rausgenommen. Thema Private Equity, das heißt Eigenkapital. An beispielsweise mittelständischen Gesellschaften, das tokenisiert wird. Das zweite Immobilien oder
kann sich auch sozusagen Klimainfrastrukturprojekte dort vorstellen. Als zweite Asset-Kategorie und eine dritte Asset-Kategorie, die wir ganz kurz ansprechen, ist das Thema Collectible, oder wir sprechen auch ganz gern von Passion Assets. Warum diese Asset-Klassen attraktiv sind, da würde ich jetzt auch mit dem Hinblick auf Zeit drüber hinwegspringen. Ich glaube, Sie kommen aus der Branche, glaube ich, auch offensichtlich. Sie sehen ja sozusagen Asset Performance im Vergleich und insofern eher auf das Wie jetzt hier Bezug nehmend, Private Equity zu tokenisieren. Wir haben gesagt, abhängig die Asset-Klasse, was ist möglich von der Geografie. Also in Liechtenstein, unsere Gesellschaft sitzt unter anderem in Liechtenstein, ist Private Equity, also Eigenkapital an einer Gesellschaft zu tokenisieren, ist möglich. Wir selber haben im Jahr 2019 ein Security Token Offering, also eine Eigenkapital-Tokenisierung erstmal durchgeführt. Und auch in anderen Rechtsräumen, wie beispielsweise in Luxemburg oder UK, ist die Tokenisierung von Eigenkapital möglich. In Deutschland wird es erwartet. Alireza, vielleicht willst du da einen Satz noch dazu sagen? Ja, also genau, um es nochmal genauer zu machen. In Deutschland ist Stand heute grundsätzlich nicht möglich, Eigenkapital zu tokenisieren. Das soll ins EWPG eingeführt werden. Wir haben es auch im Koalitionspapier gesehen, dass es geplant ist, für nächstes Jahr auch die Aktiengesellschaft mit ins EWPG oder aufs Register packen zu können. Dann wird es auch irgendwann Sachwerte geben. Allerdings, was die wenigsten nur wissen, man kann heute schon auch ohne das EWPG Aktien, sogenannte Namensaktien tokenisieren. Ja, das haben wir gesehen am Beispiel der WEG Bank oder 1031. Die hat ja, glaube ich, vor knapp 2 Jahren Namensaktien tokenisiert, regulierte Namensaktien. Was man dabei beachten muss, man kann zwar die Aktien selbst und auch das Aktienregister auf die Blockchain packen, aber man kann nicht die komplette Transaktion auf die Blockchain abbilden, denn am Ende des Tages will man für einen ordentlichen Wechsel im Namensregister das Organ der Aktiengesellschaft, den Vorstand benötigen, der händisch dann das Ganze noch freizeichnet. Das heißt, wir haben eine Aktion, die außerhalb der Blockchain stattfindet. Deshalb ist das nicht damit gemeint, dass man eine vollständige Transaktion einer AG auf eine Blockchain schon heute hätte. Das kommt zukünftig. Das Modell mit Liechtenstein oder auch Luxemburg oder anderen EWR-Staaten ist ganz spannend. UK zählt leider nicht dazu. Haben wir auch jüngst mit einem Mandanten auch gemacht. Ausgeübt kann man auch online nachschauen. Da haben wir eine liechtensteinische AG genommen. Die hält einen Oldtimer. Diese AG selbst, das heißt Partizipationsscheine, werden tokenisiert in Form von Wertpapiere sui generis ausgegeben. Dafür gibt es auch ein Prospekt, was von der liechtensteinischen Aufsicht der FMA gebilligt wurde. Das Ganze wurde gepassportet nach Deutschland und in Deutschland mit verschiedenen Instituten wird es vertrieben im Sekundärmarkt. Und man könnte sogar einem regulierten Markt aktiv werden, entweder über das DLT Pilot Regime oder mit einem mit einer Börse, die selbst einen Clearer hat, wie zum Beispiel die deutsche Börse D7 oder SIX, darüber wäre es möglich. Und das ist halt die Besonderheit mit Liechtenstein oder auch Luxemburg oder auch anderen Jurisdiktionen, die im EWR sitzen, dass man über das Passporting dann diese Wertpapiere dann auch vertreiben kann im ganzen europäischen Wirtschaftsraum. Das heißt, da braucht man eigentlich nicht auf das EWPG zu warten. Das würde so über diese Konstruktion auch schon funktionieren. Vielleicht noch 2 Aspekte dazu. Das Spannende ist natürlich, wenn ich, sage ich mal, diese Eigenkapital-Tokenisierung durchgeführt habe, dann habe ich sehr schön die Möglichkeit, die dahinterliegenden Corporate Actions, zum Beispiel Hauptversammlungen, Votings oder auch das Thema Dividenden, Payments und so weiter stark zu automatisieren. Wie gesagt, wir kommen aus dem Registrargeschäft und das sind natürlich wesentliche Kostentreiber bei dem Ganzen. Von dem her erwarten wir uns mit der EWPG-Novellierung dann gerade im deutschen Markt nochmal einen großen Push. Aber wie erwähnt, Liechtenstein ist dort seit einigen Jahren schon Vorreiter und wir durften dort mit der
der sozusagen Abteilung für Finanzmarktinnovation, die das TVTG in Liechtenstein im Prinzip auf den Weg gebracht hat, in den Entstehungsjahren auch eng zusammenarbeiten und dort an der Gesetzgebung auch sozusagen als Technologieexperte unseren Input geben. Vielleicht kommen wir zur zweiten Asset-Klasse, Immobilien, Infrastruktur. Was wir dort heute sehen im Markt, dass über Hilfskonstrukte, nachrangige Darlehen oder Genussrechte versucht wird, sozusagen Partizipation an Immobilienprojekten für Investoren zu ermöglichen. Die sind, sag ich mal, strukturkostenbezogen auf der einen Seite, aber eben auch auf der anderen Seite Investorenschutz, Stichwort Nachrangigkeit. Ich würde sozusagen zu hinterfragen, aber auch da spannend, eine Immobilie in einem von einer Gesellschaft gehalten und dann eben die Tokenisierung des Eigenkapitals halten wir in dem Zusammenhang für eigentlich das zukunftsfähigere Modell, sowohl aus Investorenschutz und Investorenattraktivität als auch aus Strukturkosten heraus. Vielleicht noch ein letzter Aspekt. Passion Assets, Stichwort Oldtimer, angesprochen. Auch da kommt es darauf an, wo tokenisiere ich. In Liechtenstein sind Eigentumsrechte tokenisierbar. Das heißt, dort kann ich tatsächlich auch das Eigentumsrecht an einem Automobil selbst tokenisieren. Da brauche ich eigentlich theoretisch gar keine Gesellschaft. In Deutschland wiederum müsste man dort über den Weg einer Kapital- oder einer Gesellschaftsstruktur gehen, die letztendlich dann das Asset sozusagen hält. Und da gilt Gleiches, was wir zu Private Equity schon gesagt haben. Vom Hintergrund der Zeit springe ich vielleicht weiter, vielleicht nochmal spannend. Durch die Ermöglichung von der Tokenisierung solcher Assets, und deswegen machen wir es ja, werden natürlich ganz neue Investitionsmarktplätze ermöglicht. Das heißt, neben den klassischen Finanzinvestitionsmöglichkeiten, die Investoren haben, können die dann auch Teileigentum beispielsweise an Automobilen oder an Gesellschaften oder eben an anderen Assets letztendlich erwerben und über einen MiFID-konformen Prozess letztendlich das Asset auch direkt digital kaufen und dann die Übertragung entsprechend stattfinden. Soweit die zweite Seite unserer Perspektive. Wir haben über das Thema Effizienz und wir haben über das Thema Asset-Innovation gesprochen. Alireza, hast du da noch eine Anmerkung? Ansonsten würde ich jetzt auch vom Hintergrund der Zeit ein letztes noch zu einem Vorgehensmodell was sagen. Dann springe ich da kurz noch dazu. Dann vielleicht auch gleich in die letzte Folie. Alireza hat schon angesprochen, Thema Pilot Regime, Sandbox Modell. Das heißt, die Richtung geht sehr stark jenseits der bereits regulierten Maßnahmen dazu, Piloten aufzusetzen und die dann sukzessive weiterzuentwickeln. Und jetzt mache ich 25 Jahre Digitalisierung. Das ist ganz generell der richtige Weg für digitale Projekte und für Digitalisierungsprojekte. Das heißt, mit einem sozusagen kleinen Projekt zu beginnen und dieses Projekt dann sukzessive funktional weiterzuentwickeln. Wir haben jetzt hier mal eine exemplarische Roadmap reingenommen, zu sagen, es gibt vielleicht schon einen existierenden Fonds mit traditionellen Assets, da tokenisiere ich Fondsanteile. Sicherlich hier jetzt in Bezug auf die Wertsteigerung dadurch oder welche Effizienz ich dort gewinne,
noch ein Stück weit reduziert, aber den Effizienzgewinn und die Attraktivität für die Investoren wird mit jeder Phase der Projektumsetzung dann erweitert. Das heißt, in dem nächsten Schritt kann ich dann zusätzliche Assets in den Fonds einpacken. Ich kann in einem dritten Schritt vielleicht auch einen neuen Fonds, der rein von Anfang an schon tokenisiert ist, mit alternativen Assets begeben und dann sukzessive auch das Lifecycle Management, Corporate Actions, die vielleicht assetbezogen sind, sukzessive digitalisieren und automatisieren. Und über diesen Weg im Prinzip die zu Anfang angesprochenen zwei großen Themenblöcke oder Zielsetzungen zu folgen, einerseits entlang der Wertschöpfungskette Effizienzvorteile zu heben und auf der anderen Seite das Investmentprodukt attraktiver zu machen durch neue Assetklassen. Soweit, das war's von unserer Seite. Vielen Dank auch für Ihre sozusagen Geduld. Wir sind leicht über die Zeit. Alireza und wir haben zusammen ein White Paper entwickelt und das kann ich Ihnen gerne anbieten, dass Sie das runterladen können. Dort finden Sie die Dinge, die wir jetzt heute gesagt haben, auch nochmal verschriftlicht und ein paar Sachen darüber hinaus. Und ansonsten freuen sich Alireza und ich über Kontaktaufnahmen oder jetzt auch nochmal Fragen, wenn diese bestehen. Und an der Stelle vielen Dank für die Aufmerksamkeit und ich würde an den Herrn Dornseifer übergeben. Jawohl, also ganz herzlichen Dank für diese spannenden Einblicke und Erläuterungen, die dieses hier durchaus komplexe und schwierige Thema doch, glaube ich, ziemlich gut veranschaulicht haben. Eine Frage zunächst. Unsere Mitglieder haben ja überwiegend institutionelle Investoren. In welchen Bereichen sehen Sie also als erstes die Einsatzmöglichkeiten für also die tokenisierten Fonds? Ist es wirklich auch der Insti-Bereich oder ist es eher im Publikumsbereich? Und gerade auch mit den Beispielen von diesen Passion Assets, die aus Sicht eines institutionellen Anlegers wahrscheinlich eher nicht in Frage kommen. In welchem Bereich sehen Sie wirklich da die große Nachfrage von der institutionellen Seite auf der Assets, bei den Assets? Vielleicht eine Ergänzung auch noch und vor allen Dingen, mit welchen Kosten ist es eben verbunden? Ab wann, ab welcher Größenordnung lohnt sich das wirklich? Weil das ist natürlich am Ende eine große Frage, mit welche Basispunkte gebe ich am Ende für die Tokenisierung ab? Ist das Einsparpotenzial so groß, dass ich da am Ende auch wirklich Effizienzgewinne bekomme? Vielleicht, Albert, vielleicht sage ich kurz was zu der Frage, inwieweit man Sammlerstücke, Collectibles auch für Instis interessant sind. Ich würde tatsächlich da widersprechen, weil ich das im Markt gerade aktiv sehe. Diese Möglichkeit der Tokenisierung von Non-Bankable Assets ist vor allem für Institutionelle interessant, weil wir haben dadurch die Möglichkeit, dass wir zum einen ein Wertpapier haben, wir haben ein Wertpapierinstrument, wo es auch ein Wertpapierprospekt gibt, und wir haben einen liquiden Markt. Das sind alles Voraussetzungen, die für einen Institutionellen es sehr spannend machen, da rein zu investieren. Man sieht auf der Seite, was man für Gewinne erzielen kann in einem Bereich. Solche alternativen Investments, die sind im Markt deutlich höher als sonstige traditionelle Investments. Und vor allem ist es ja ein Equity-Investment. Ja, das ist auch nochmal ganz spannend. Und diese Argumente, die wird man bald auch im Markt sehen. Also ich bin da halt ein bisschen tiefer drin, kann nicht zu viel sagen, kann nur sagen, dass gerade daran gearbeitet wird, speziell solche tokenisierten Non-Bankable Assets. Man sollte sich nicht zu sehr an Oldtimer aufhängen. Man kann jegliches Non-Bankable Asset in so ein Containermodell reinpacken. Wir können auch freiwillige CO2-Zertifikate reinpacken. Dann haben wir eine ESG, den ESG-Haken noch dran gesetzt. Ja? Wir können jegliches Asset, was heute kein Wertpapier ist und kein MiFID-Instrument, können wir in so einen Container reinpacken, in so eine Gesellschaft, in eine AG, ja? Können es dann tokenisieren, ja? Und indirekt dann hat man dieses Asset, was eigentlich kein MiFID-Finanzinstrument, auf einmal zum MiFID-Finanzinstrument und kann es dann später dann entweder in einem OTC-Markt
mit einem Bankhaus Scheich, wo wir in Deutschland Tradias haben, oder auch einer deutschen Börse, nicht unbedingt die deutsche Börse, die hatte ja schon ihr D7, aber auch andere deutsche Börsen, die international auch agieren, kann man das dann anbieten in einem MTF-OTF. Und das ist natürlich sehr spannend. Ja. Und da wird sich meines Erachtens auch das nächste Jahr hinbewegen, nicht nur aufgrund des DLT-Pilot-Regimes, sondern vor allem, weil viele gerade daran basteln und überlegen, wie kann man das machen, ja, auch ohne DLT-Pilot-Regime, deutsche Börse, wir sehen es, oder auch SIX. Und das dürfte ganz spannend werden. Zu den Kosten einer solchen Tokenisierung, die Einmalkosten, die sind relativ hoch, wenn man alles selbst macht. Sprich, wenn man jetzt selbst so eine AG aufsetzt in Liechtenstein, den Oldtimer erwirbt, dann die AG tokenisiert. Man braucht einen Prospekt, man braucht Rechtsberater, man braucht einen Steuerberater, man braucht eine Treuhand in Liechtenstein oder auch in anderen Jurisdiktionen. Die Einmalkosten sind relativ hoch. Aber wenn man das Ganze einmal automatisiert hat und schon ein solches Konstrukt aufgebaut hat und dann verschiedene Assets in solche Container reinbringt, dann kann man sich wirklich die Assets aussuchen, dann sind die Kosten nicht mehr so hoch. Die genauen Zahlen kann ich Ihnen jetzt nicht ad hoc sagen. Das muss man sich mal anschauen. Aber der Fokus darauf zu sagen, Einmalkosten am Anfang sind relativ hoch. Sobald man das einmal gemacht hat und vor allem die Aufsicht damit einverstanden ist, kann man das später genau in diesem Modell dann ja leveraging. Eine kurze Nachfrage, bevor Herr Brenner dann auch nochmal zu Wort kommt. Du hast gesagt Equity. Das ist typischerweise ein Equity-Investment. Wird das auch unter Durchschau-Gesichtspunkten, wie jetzt beispielsweise der institutionelle Endinvestor, der den Durchschau vornehmen muss, wird er in jedem Fall, aus dem SPV heraus eine Verbriefung, was auch immer, tokenisieren, das wird ja nicht immer als Equity-Investment qualifizieren. Also das ist ein sehr guter Punkt, Frank. Da merkt man, du bist da tief drin. wir hatten ja das letzte Mal, um es mal ein bisschen plakativer zu machen, bei der letzten Veranstaltung von euch hatten wir auch Timeless Investments dabei. Ja? Die hatten ja vorgetragen, da kannst du mal erinnern, Frank, der Enno Hanke hatte da vorgetragen. Wer sich das anschauen möchte, einfach mal auf die Seite hardstocks.de. Da wird das erste Produkt mit diesem Oldtimer auch angeboten und da gibt es auch ein Wertpapierprospekt. Da kann man sich das mal ganz genau anschauen. Ich bin jetzt tatsächlich kein Bilanzexperte, kann jetzt sagen, ob man im Rahmen da durchschaut, das trotzdem als Equity sieht. Wir haben halt eine liechtensteinische AG, man erwirbt Anteile an dieser liechtensteinischen AG, das sind stimmrechtslose Namensaktien, ja, um so mal so zu sehen, und indirekt damit hätte man auch den Oldtimer. Ich kann leider nicht jetzt mein Handgriff ins Vorliegen sagen, ist es jetzt bilanziell gesehen, wenn man da durchschaut, auch als Equity auf der Bilanz zu sehen. Das müssen wir mal sich mal im Fall dann konkret anschauen. Ja. Vielleicht das noch ergänzend. Wie gesagt, in Liechtenstein ist ja auch möglich, Eigentumsrechte direkt zu tokenisieren, ohne die sozusagen Strukturkosten einer Gesellschaft. Das ist vielleicht auch nochmal von der Kostenseite attraktiver. In Bezug jetzt auf die Attraktivität für Institutionelle, also was wir sehen, und wir hatten ja vorher auch hier ein Beispiel aus unserem Portal gesehen, dass gerade von der institutionellen Seite ein hohes Interesse ist, eben auch an Private Assets, in der Tat auch Passion Assets, Collectibles, Kunst als ein Thema, also Stichwort zu Spezialfonds als Beimischung für sagen wir, semi-institutionelle, für Family Offices oder so, dort investieren zu können, ohne aber jetzt sozusagen direkt in Einzelassets investieren zu müssen. Und natürlich das Thema Mittelstandsfinanzierung, also sozusagen die Möglichkeit, sich an Mittelständlern, die eben nicht sozusagen im Gesamt- oder Totalverkauf im Sinne von Private Equity Deal zum Verkauf stehen, sondern im Prinzip nur einen Teil ihres Eigenkapitals sozusagen am Markt platzieren wollen, aus Finanzierungsgründen oder anderen Gründen. Das ist durchaus für Institutionelle spannend und zumindest das sozusagen auf der Marktseite die Anfragen, die an uns herangetragen werden. Prima, das werden wir natürlich auch eng und interessiert weiter verfolgen. Ich habe noch zwei schnelle Fragen, die ich da gerne noch unterbringen möchte von Teilnehmern.
Eine Frage richtet sich daran, ob die Krypto-Verwahrer nicht die traditionellen Verwahrstellen mittelfristig ersetzen. Da kam der Stichwort Investment-Viereck. Ich habe da schon einen kurzen Hinweis gegeben. Die Verwahrstelle wird kurz mittelfristig nicht ersetzt, weil die gesetzlich vorgesehen ist. Alireza, willst du da auch noch kurz was zu kommentieren? Ja, genau, gerne. Also es wird so sein, dass wir diesen vierten Teilnehmer haben werden. Also ich glaube, es wird ein Investment-Viereck am Ende sein, aber der Kryptoverwahrer wird die Verwahrstelle nicht ersetzen können. Weil die Verwahrstelle, die hat ihre Aufgaben im KGB und das kann ein Kryptoverwahrer gar nicht machen. Das darf ein Kryptoverwahrer gar nicht machen. Das heißt, der Kryptoverwahrer wird immer eine Art Unterverwahrer unter der Verwahrstelle sein. Und der Kryptoverwahrer darf ja auch nur die Private Keys zu einem Kryptowertpapier sichern. Der Kryptoverwahrer darf nicht Verwahrung und Verwaltung dieser Kryptowertpapiere durchführen. Das wird originär noch bei der Verwahrstelle bleiben oder das könnte ich theoretisch auch eine Depotbank machen, aber das darf ein Kryptoverwahrer nicht machen. Ja? Jawohl, genau. Also deswegen. Und dann letzte Frage. Ich glaube, die zielt hier auf das neue Register ab. Und zwar, warum brauche ich einen Datenabgleich wenn die Blockchain-Einträge schon Single Source of Truth sind? Das Argument habe ich schon sehr oft gehört. Die Blockchain selbst, die ist ja nicht in der realen Welt. Die Blockchain braucht sogenannte Oracles oder sogenannte Zulieferungs an Informanten. Zum Beispiel kann die Blockchain nicht verifizieren, ob der Teilnehmer, das heißt der Emittent oder der Investor, berechtigt ist, kann kein KYC durchführen und vor allem diese Berechtigung kann die Blockchain nicht überprüfen. Das heißt, in der realen Welt muss einer immer noch schauen, ja, ist denn jetzt überhaupt derjenige, der jetzt diese Transaktionsorder abgibt, ist er denn überhaupt berechtigt, diese Order abzugeben? Solche Sachen kann man nicht machen. Das heißt, der Registerführer kann die Blockchain nutzen, um die Informationen sich anzuschauen, vor allem die Transaktionsinformationen und diese sind auch sicher, immutable, nicht veränderbar im Nachhinein, aber alles, was auf die Blockchain kommt, die kommt von uns Teilnehmern, ja, von uns Menschen und da brauchen wir halt einen Registerführer, der sicherstellt, dass die Informationen auch richtig sind. Perfekt. Weitere Fragen von Teilnehmern, die sind dann bitte an die Referenten direkt und unmittelbar zu richten. Hier sind auch die Kontaktdaten eingeblendet in der Präsentation. Die Präsentation wird auch zur Verfügung gestellt, sodass das im Nachgang auch alles nochmal nachvollzogen werden kann. Ich danke den Referenten, dass sie jetzt eben passend zu unserem Themenschwerpunkt wie dieses schöne Thema noch unterbringen konnten. Ich darf kurz darauf hinweisen, in der nächsten Woche erscheint auch unser letzter Newsletter in diesem Jahr, der sich eben dem Thema Digitalisierung und neue Technologie widmet. Ich werde im Leitartikel dort auch ein paar Kommentare zu FTX und was das am Ende für den Kryptoboom bedeutet oder auch nicht noch einfließen lassen. Freuen Sie sich also auf den Newsletter und der natürlich auch eine Vielzahl von interessanten Fachbeiträgen rund um dieses Thema enthält. Ich darf alle denjenigen, die wir dann nicht mehr sehen und nicht mehr hören, an dieser Stelle dann auch noch eine schöne Adventszeit wünschen. Die Weihnachtswünsche, die kommen dann per gesonderter Mail. Jedenfalls vielen Dank heute für Ihre Zeit und ich wünsche noch eine gute Woche. Tschüss aus Brüssel. Ja.